Situation in allen Ländern jetzt ganz, ganz schwierig und angespannt ist. Deshalb müssen wir planbare Operationen absagen. Das werden wir hier auch tun. Für die Mediziner kommt der Lockdown jetzt zu spät. Sie befürchten, die Belastungsspitzen kommen noch zu Weihnachten. Im Bundestag hat derweil Bundeskanzlerin Merkel bei den Bürgern für die Impfung gegen das Coronavirus geworben. Eine Impfpflicht werde es aber nicht geben in Deutschland.